Alle Heiligen schmähen sie und alle mäßigen Männer, beherrscht von des Gottes Apollon goldener Regel. Den verachtend ich ausfuhr, sie zu finden in fernen Regionen, wo es verheißen, sie zu erlangen, die zu erkennen vor allem anderen ich begehrte, Schwester der Illusion und des Echos. Tugendhaft war es, nicht zu verweilen, eigenwillig meinen heldnischen Weg zu gehen, aufzuspüren sie auf des Vulkans Gipfel zwischen Gletschern oder wo der Pfad sich verloren jenseits der Höhle der sieben Schläfer. Sie, deren weite hohe Stirn bleich wie die einer Siechen, deren Augen blau mit ihren vogelbeerroten Lippen, mit ihren Haaren honigfarben gewellt bis an die breiten Hüften. Grüner Saft des Frühlings in jung aufbrechenden Trieben verherrlicht die Mutter der Berge, und alle Singvögel rufen ein Weilchen nach ihr. Ich aber bin begabt, selbst im November, der rauesten Jahreszeit, mit so gewaltigem Sinn für ihre nackt einherschreitende Hoheit, dass ich vergesse Grausamkeit und frühern Verrat, unbekümmert, wo der nächste strahlende Blitz einschlagen mag. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen in eurem Feierabend oder genießt die nächtlichen Stunden bereits. Und und ich freue mich, dass ihr dazu geschaltet habt für ein kleines Special, das ich heute Abend geplant habe. Und die Überschrift trägt Göttinnen. Denn was ihr gerade vorhin gesehen habt, das habe ich etwas länger hier auf der Geheimnisakademie mal ausgestrahlt. Es ist ein Gedicht von Robert von Ranke Graves oder Robert Graves aus seinem Buch Die Weiße Göttin. Ein Buch, das ich schon als junger Mensch sehr fleißig gelesen habe und das mich sehr nachhaltig beeindruckt hat. Auch wenn ich natürlich heute weiß, dass das, was Robert Graves dort geschrieben hat, zumeist eher seiner Fantasie entsprungen ist. Er nennt das mythopoetisches Vorgehen. Das ist also nicht wirklich ein akademisches Vorgehen, sondern er hat sich einfach von seiner Intuition, seiner Fantasie, seiner Vorstellungskraft einfach mal ein bisschen leiten lassen und über die sogenannte weiße Göttin nachgedacht. Andererseits ist es ein Buch voller toller Hinweise Inspirationen, auch für mich, auch heute noch. Und man muss, wenn man es liest, es einfach immer so schön sagt, cum grano salis lesen, mit einem kleinen Augenzwinkern, weil man eben dann dies oder jenes dann doch mit ein paar Abstrichen betrachten muss. Und nichtsdestoweniger gefällt es mir sehr gut und ich möchte es als Motto voranstellen für über das, was ich euch gerne mit euch gerne heute Abend teilen möchte. Nämlich die erste Episode einer Reihe, in der es um eben jene große Göttin gehen soll, um die Göttin überhaupt, um Göttinnen überhaupt. Ich beginne mit in dieser Reihe, die eher in einer, die eher losen Reihenfolge sein soll. Also da gibt es jetzt nicht jede Woche etwas, sondern ich werde da auch immer wieder ein bisschen hin und her meandern, vielleicht auch zwischen den Kulturen, aber ich beginne in dieser Reihe jetzt erstmal natürlich mit den Kulturen, in denen ich mich besser auskenne. Und das ist vorrangig mal die nordische Kultur, aber auch die keltische und natürlich die germanische Kultur. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir
einen Impuls herausgesucht, der in der letzten oder vorletzten Woche mal so in der Geheimnisakademie kam, irgendwo in den Kommentaren, war jemand ganz verwirrt über die Zuordnung von Frick und Freier, die man eigentlich besser Freuer aussprechen sollte, wenn man es nach der rekonstruierten altnordischen Variante aussprechen möchte, dann heißt sie nämlich Freuer. Warum unser Freitag? Ihr wisst ja, in der Runenwoche, da haben wir ja den Freitag, und ich betone immer, dass der Freitag abgeleitet wird von nicht von der Göttin Freuja oder Freya, sondern von der Göttin Frija oder Frigga oder Frick. Und irgendjemand hatte dann darüber seine Verwunderung Ausdruck gegeben, dass das doch sehr vermischt würde immer, die Frick und die Freuja, und das seien doch in irgendeiner Form doch ganz unterschiedliche Göttinnen. Nun, ich bin da ja auch immer so, dass ich sage, die beiden Göttinnen sind zu trennen. Und wenn wir heute mal schauen in den verschiedenen Büchern, dann werden wir tatsächlich immer wieder Hinweise darauf finden, dass das zwei unterschiedliche Göttinnen sind, auch mit unterschiedlichen Funktionen. Aber wenn man sich dann ein bisschen hinein vertieft, dann ist das nämlich gar nicht so einfach. Und ich möchte euch heute ein bisschen was über Freuja und über Frick erzählen und über die Zusammenhänge und warum sie sehr wahrscheinlich doch nur eine einzige Göttin sind. Und warum es gekommen ist, wie es gekommen ist, dass daraus zwei Göttinnen wurden. Und ihr seht im Hintergrund, da geht's schon zu, habe ich gerade gelesen. Ja, ich habe einfach mal so meine Orakel- und Tarotkarten nach Freuja und Frick abgesucht. Und das sind die Ergebnisse. Also ich habe doch einiges mittlerweile an Viking und Runenorakeln. Und natürlich spielen die Göttinnen eine große Rolle. Und insbesondere die Freuja und dann eben auch die Frigga oder Frick. Ja, und wenn man da mal so schaut, dann haben wir natürlich hier ganz unterschiedliche Darstellungsweisen. Schaut mal hier, die Freuja zum Beispiel wird hier wie eine Kriegerin, eine edle Kriegerin, ein bisschen Science-Fiction-mäßig dargestellt. Dann haben wir zum Beispiel einen Aspekt von den Karten von Phönix. Da merken wir schon, da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt gleich zensiert werde von YouTube, aber da merkt man schon, in welche bestimmte Richtung Phönix als Künstler gedacht hat und als Neopaganer. Er hat das dann abgegrenzt zur Frick. Na, da sehen wir, das sieht schon mal ganz anders aus. Ja. Wesentlich züchtiger. Aber wir haben auch hier diese etwas abstrakteren Karten, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Sehr bunt. Da haben wir auch die Freuja. Da seht ihr übrigens die korrekte Schreibweise noch einmal. Diese Freuja, das ist mit einem Y und einem J noch zu schreiben. Und das Pendant dazu, das habe ich hier, das ist dann die Frigga oder Frick, wie sie eigentlich korrekterweise heißt. Und da sehen wir auch eine ganz andere Darstellung. Also es wird schon auch unterschieden zwischen den beiden. Und es gibt dann auch Tarotkarten, die dazugeordnet werden. Das ist ganz interessant. Da haben wir zum Beispiel hier, die in diesem Tarot, da haben wir die Hohepriesterin, die als ziemlich deutlich an dieser Stelle als eine Freuja dargestellt wird. Ihr werdet heute noch erfahren, woran man die Freuja erkennt. Eben unter anderem an den Katzen. Das sind nämlich ihre Tiere. Und dann sehen wir aber auch die Hohepriesterin. Das ist ja immer die Nummer 2 hier dargestellt. Und das ist dann ganz deutlich eher eine Frick. Also da merkt man schon, auch die Künstler und Künstlerinnen der Tarotkarten haben zwar zumeist entweder der Hohepriesterin und der Herrscherin Freuja und Frick zugeordnet, aber es variiert. Na, wenn wir zum Beispiel hier gucken, das hier ist das Pendant zu dieser Karte hier. Schaut mal her. Da sehen wir also ziemlich deutlich die Empress, die Herrscherin. Und wen sehen wir da? Wieder eine Frau mit Katze und eine Schwalbe ist dabei. Oder sehen wir sie auch als Kriegerin? Das wäre eindeutig eher eine Freuja. Ja?
während die Hohepriesterin, wie wir hier sehen können, ziemlich klar eine Frigga sein soll. Zumindest ist das auch dem Buch zu entnehmen. Und wenn ich jetzt dem Ganzen noch eine Rune zuordnen würde, dann würde ich natürlich die Rune Fehu nehmen. Einfach, weil erstens beide mit einem F beginnen. Das haben sie schon mal gemeinsam. Und beide etwas verkörpern, was man durchaus mit der Rune Fehu auch in Verbindung bringen kann. Ja, das mal nur so als Einleitung. Wir werden mal sehen, ob wir was damit nachher noch machen wollen. Denn ich möchte ja auch sehr gerne auf der Basis der heutigen Überlegungen am Schluss noch ein kleines Orakel mit euch machen, wenn ihr darauf Lust habt, wenn ihr mit dabei seid. Und dann werden wir schon sehen, was hier die was uns hier die Erkenntnisse bringen. Also zunächst einmal die Fragestellung, die ich mir, was ich gerne mit euch machen möchte heute ist, ich möchte euch gerne einmal die Freya vorstellen, einmal die Frigga vorstellen und dann möchte ich euch gerne zeigen, wo wahrscheinlich der Hintergrund darin besteht, dass die beiden wahrscheinlich eine und dieselbe Göttin ist. Ja, und dazu habe ich natürlich wieder was vorbereitet. So bin ich. Schauen wir mal. Und da kommen wir dann schon auch in die Bilderwelt hinein. Das erste Bild, das ich euch mitgebracht habe, zeigt zwei relativ moderne Darstellungen der Göttinnen. Und wir sehen da schon einen wichtigen Unterschied, der gemacht wird, wenn wir also heute zwischen Freya und Frigg unterscheiden wollen. Dann haben wir auf der linken Seite eher eine Freya, die so eher in Richtung Liebesgöttin, sowas wie Aphrodite, gedeutet wird. Hier sehen wir sie in einem wunderschönen Garten, auch mit ihrem kostbaren Geschmeide. Sie trägt nämlich einen Halsreif, der heißt Brisingamen. Und daneben sehen wir aber eine eher in einer häuslichen Situation auftauchende Göttin. Das Ganze ist natürlich aus eine Szene aus einer Sage. Aber wir sehen dort eine Frau, die an einem Webstuhl oder vielleicht einen Stickrahmen sitzt und eher zu Hause ist. Also wir haben die Freya, die draußen in der Natur unterwegs ist. Also ganz klar diesen Aspekt der Wildnis eher verkörpert, der Natur mehr verkörpert. Und wir haben eine Frigg, die eher zu Hause ist und die eher so etwas verkörpert wie, naja, eine Hausfrau im allerengsten Sinne oder eine Göttin des Haushaltes, so würde man es vielleicht sagen. Also diese beiden Unterscheidungen werdet ihr wahrscheinlich, wenn sich in irgendwo Unterschiede getroffen werden zwischen den beiden, werdet ihr das hauptsächlich daran sehen. Ja, schauen wir uns sie aber doch nochmal im Einzelnen an. Und zwar möchte ich zunächst mal über die Freya sprechen. Also wie gesagt, ihr könnt natürlich auch weiterhin Freya sagen, könnt aber euch auch, so wie ich mittlerweile, die altnordische Aussprache angewöhnen. Da würde man eher von Freya sprechen, so wie ihr Bruder auch nicht Freyr heißt, sondern Freyr. Da steckt auch etwas drin, da ist eine kleine Weisheit, ein kleiner Hinweis drin. Wir haben ja in unserer Sprache auch ein paar Wörter, die mit Freu beginnen, nämlich Freude zum Beispiel, aber auch Freund oder Freundschaft. Und auch dies hängt ganz eng mit dieser Gottheit zusammen, mit dieser Göttin zusammen. Aber zunächst einmal, wie wird sie in den einzelnen Quellen beschrieben? Hier sehen wir auch wieder so ein Bild, das ist ganz typisch für 19., vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir sehen sie dort als eine edle Dame, eine edle Frau, die auf einem Wagen reist, der von Katzen gezogen wird. Das ist eine Darstellung, wie wir die Freya immer wieder antreffen werden. Ihre Tiere sind die Katzen. Wir werden nachher noch überlegen, warum es die Katze ist, die so besonders ihr zugeordnet wird und dass das eben nicht nur Katzen sind, sondern dass es auch noch andere Tiere sind. Aber bekannt oder berühmt ist ihre Darstellung, wie sie auf einem, Wagen reist, der von Katzen gezogen wird. Und da gibt es mehrere Darstellungen. Wichtig ist zum Beispiel eben, dass sie auf einem Wagen reist. Und da haben wir aus den Überlieferungen, vor allen Dingen aus den Überlieferungen der Römer,
Tacitus ist es, soweit ich weiß, der davon erzählt, von einer Göttin, die auf einem Wagen verehrt wurde. Und das war die Nertus, die er dort erwähnte. Auf die kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Also, dass die Freya auf einem Wagen reist, wie übrigens einige andere Götter auch, ne? Der Thor hat ja auch einen Wagen. Das scheint etwas zu sein, das vor allen Dingen als ein Attribut gilt, dass sie eben eine ist, die nicht zu Fuß geht, sondern die einer edlen, einer adligen Herkunft ist. Und wenn wir mal überlegen, was Freya heißt, wenn wir da auf eine, wenn wir da mal so in die Sprache hineinhorchen, Freya ist im Grunde genommen kein Eigenname, sondern Freya heißt nichts anderes als die Herrin. Und wenn man so will, ist dies eher ein Titel, als dass es ein echter Name wäre. So wie Freyr, ihr Bruder, der Herr ist, so ist sie die Herrin. Und Freya, von dem sich dann natürlich auch unser Frau ableitet, also wenn heute die, wenn wir heute Frau als, als Titel anführen, dann kommt das aus der gleichen Wurzel wie Freya und wir haben es eben mit einem, mit einer Beschreibung zu tun. Wir wissen also eigentlich nicht wirklich, wie diese Göttin hieß. Wir haben nur noch ihren Titel, die Freya, die Herrin. Und entsprechend könnte man sich überlegen, ist sie vielleicht auch so etwas eher wie die Herrin der Natur? Ist das vielleicht damit gemeint? So wie Freyr tatsächlich eher der Herr der Natur ist. Also die beiden sozusagen ein Paar sind, ein Geschwisterpaar sind, das über die wilden Kräfte der Natur herrscht. Und der Phönix hat das ja auch so ein bisschen dargestellt. Ich hole noch mal die Karte ganz kurz heran, damit man, damit ihr das noch mal sehen könnt. Da muss ich immer ein bisschen hin und her schalten. Ich hoffe, das geht gut. Da lässt er sie ja auch als die Herrin eines Waldes auftreten. Ja, und dass er sie mit Sinnlichkeit verbindet, das glaube ich, braucht man, da braucht man nicht, braucht man sich nicht, da braucht man nicht unbedingt, ja, da hat man ja Augen im Kopf dazu, dass das für ihn eine Göttin der Sinnlichkeit ist. Wir sehen ja auch noch die anderen Tiere übrigens, oder das vor allen Dingen andere Tiere neben der Katze, nämlich den Eber. Sie besitzt so wie ihr Bruder einen Eber, der, dessen Name ich jetzt gerade nicht weiß. Ich weiß den von seinem, von ihrem Bruder, das ist Gullin Borsti, der mit den goldenen Borsten. Ja, und die Freya ist das die mit den Tränen aus Gold, die das stimmt. Und zwar hat sie einen Gemahl, so will es die Überlieferung, namens Oder. Und Oder, das ist der, das ist, wenn man das mal ganz genau übersetzt, das klingt schon so ein bisschen wie Odin. Ja, und da müssen wir uns noch drüber unterhalten. Aber ihr Gemahl heißt eigentlich Oder. Und Oder heißt aber übersetzt, wenn man es mal ganz wörtlich nimmt, der Wahnsinnige. So wie Odin, Wotan, Wuotan auch den Wahnsinn in sich trägt, die Wut. Da kommen wir, wie gesagt, noch drauf. Da gibt es eine Parallele. Und es gibt einige Forscher, die sagen, dass eigentlich der Oder und der Odin eine dasselbe ist. Und das, worauf du anspielst, Dini, das ist tatsächlich die Geschichte, dass ihr Gemahl, der Oder, immer auf Wanderschaft ist, immer unterwegs ist und sie letztendlich zu Hause sitzt und weint. Und das heißt eben, dass sie Tränen aus rotem Gold weinen würde, weil sie so alleine zu Hause sitzen muss. Naja, das ist jetzt mal so eine Geschichte dazu, ob sie immer so alleine ist. Das erzählen andere Sagen anders, denn tatsächlich in der sogenannten Zankrede von Loki wird Freya als eine Göttin beschimpft, die sich also wirklich mit allem und jedem einlässt. Ja? Also zum Beispiel dieses Geschmeide Brisingamen, das sie um ihren Hals trägt. Das hat sie von den Zwergen sich anfertigen lassen. Und als Dank dafür hat sie mit den Zwergen eine Nacht verbracht. Also sie war da jetzt nicht eine, die da was hat anbrennen lassen, wenn es sein musste. Das muss, kann man natürlich sagen, wenn ihr Gemahl auf Wanderschaft ist, das ist ja frevelhaft, wenn sie dann sich dann in der Abwesenheit ihres Gemahls dann anderweitig verlustiert und vergnügt. Und in der Zankrede von Loki, in der sogenannten Lokasenna, in der Edda, da wird sie auch tatsächlich beschimpft, so wie eine Hure. Ja, also dass sie sich sozusagen
von Bett zu Bett fortbewegen würde. Ja? Also, das ist natürlich Lokis Schimpfrede. Ne? Da kommt kein Gott und keine Göttin wirklich gut davon. Aber es deutet darauf hin, dass sie jetzt nicht unbedingt diejenige ist, die zu Hause sitzt und Däumchen dreht, während ihr Gemahl zu Hause ist und dann Tränen aus Gold weint vor lauter Kummer. Genau, also insofern, das ist etwas, was, ich denke gleich an Schneewittchen, das finde ich interessant. Ja, da ist was dran. In jedem Fall, die Freuja ist tatsächlich eine Göttin und ich finde, das kommt in der Darstellung von Phönix besonders gut raus, die vor allen Dingen mit Sexualität und Fruchtbarkeit in Verbindung steht. Und dieser Zusammenhang, der ist natürlich einer, den man nicht verleugnen kann und der eine wichtige Rolle spielt später, warum aus ursprünglich wahrscheinlich einer Göttin, zwei Göttinnen, eine, ursprünglich einer Göttin, zwei Göttinnen wurde. Aber dazu gleich noch mehr. Ja, in viele Mythologen und Forscher gehen davon aus, dass es eben ursprünglich mal eine große Muttergöttin gegeben hat und dass ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Muttergöttin die Verkörperung der Fruchtbarkeit in der Natur gewesen ist und dass sie daher auch einen Gegenpart braucht, ein männliches Gegenstück, um sozusagen die Fruchtbarkeit in der Natur zu garantieren, die Fortpflanzung kurz gesagt zu garantieren, weil man sich natürlich in der damaligen Zeit, heute können wir das durchaus auch anders sehen, aber in der damaligen Zeit hat man sich Fortpflanzung als durchwegs polar gedacht. Also Männer und Frauen musste es wohl geben zur Fortpflanzung und entsprechend besaß sie natürlich ein Gegenstück. Und jetzt hören wir, dass es der Other gewesen ist, ein Gott, der ansonsten nicht wirklich auftaucht, also einer, der ja immer unterwegs war. Auch das hatte übrigens mit dem Odin gemein, denn Odin ist auch immer unterwegs. Und insofern, da sehen einige wirklich eine Parallele zwischen der Freuja und der Frigg, als der ausgewiesenen Gemahlin Odins. Nun, aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Wichtig ist, dass sie an diesem Aspekt offensichtlich so etwas wie die Fruchtbarkeit der Natur verkörpert und ihr Bruder, der Freure, das Gleiche. Ja, da gibt es tatsächlich auch in den Kulten um die beiden, Freuja und Freure, ganz eindeutige Gegenstände aus der Volkskunst. Ja, das sind so kleine Talismane gewesen oder so Amulette gewesen, die man vielleicht hatte, die sich auf Freuja und Freude beziehen, die ganz klar sexuelle Anspielungen andeuten. Ob das nun ein Phallus ist oder etwas in dieser Art, was ziemlich eindeutig dann eben auf die Fortpflanzungskräfte der Natur hinweist. Also da ist kein Zweifel, auch wenn das in den Sagen immer nur versteckt angedeutet wird, aber wir haben ja auch Kulte um Freuja und Freude und da hören wir das ganz klar heraus. Nun ist der Überlieferung nach, sind Freuja und Freude Geschwister. Sie stammen aus einem anderen Göttergeschlecht als die Asen, nämlich sie stammen von den Vanen. Und die Vanen wiederum, die haben sich nach Snorri Sturluson, der einst im Krieg mit den Asen befunden. Und irgendwann haben sowohl die Asen als auch die Vanen den Krieg satt gehabt und haben beschlossen, einen Pakt, einen Frieden zu schließen und haben dann gewissermaßen Mitglieder ihrer eigenen Geschlechter als Unterpfand zu den anderen geschickt. Und so kam Freuja und auch Freu zu den Asen, denn sie sind sozusagen die Geisel, in Anführungszeichen, das Unterpfand des Friedens, die und mussten künftig bei den Asen leben. Im Gegenzug haben natürlich auch die Asen zu den Vanen Mitglieder ihrer Familie geschickt. Aber vielleicht mache ich zu dem Thema Asen und Vanen mal ein eigenes Special, weil das etwas komplexer ist, als ich jetzt hier in der Kürze der Zeit darstellen kann. Es gibt nämlich eine Vermutung, dass es Vanen und Asen in der Form gar nicht gibt, denn sie sind letztendlich tatsächlich nur bei Snorri überliefert
Und aus diesem und auch nur in ganz und auf diesen Warnenkrieg geht er zwar an einer Stelle etwas ausführlicher ein, aber ansonsten finden wir kaum Hinweise darauf. Und man könnte vielleicht eher davon ausgehen, dass es nicht zwei unterschiedliche Götter, Geschlechter waren, sondern zwei unterschiedliche Kategorien von Göttern. Und dass wir vielleicht bei den Warnen so eher so etwas haben wie Götter der Fruchtbarkeit, eher sowas wie einer eher bäuerlichen Kultur entspringend, während wir bei den Asen, die ja deutlich kriegerischer sind, dann eine spätere Kultur haben, die nicht so sehr die Landwirtschaft in den Vordergrund gestellt haben, sondern ganz typisch Wikinger vielleicht eher auf Beute zugegangen sind, um ihr Überleben zu sichern. Und die Warnen, Doris, aber Warnen hat nichts mit Wahnsinn zu tun. Das klingt jetzt ähnlich, aber etymologisch wäre das keine saubere Herleitung. Erstens ist Odin eben kein Wane, sondern er ist ein Ase. Er stammt, wenn dann, aus dem anderen Göttergeschlecht. Und woher der Name Warnen kommt, auf Nordisch sind sie die Vanir, das weiß man nicht so genau. Das ist nicht ganz klar. Bei den Asen ist es etwas, da gibt es treffendere Vermutungen, woher der Name Ase kommt. Ihr kennt ja alle die Rune Ansus, ja? Und die Rune Ansus, die ja für Ase, für Gott steht, für das Göttliche steht, diese Rune wiederum, die könnte nicht nur Gott heißen, sondern sie könnte auch so etwas wie Pfahl oder Holzpfahl bedeuten oder Balken bedeuten. Und die allerersten Götterdarstellungen oder fast die einzigen, naja, nicht die einzigen, aber die ersten Götterdarstellungen, die wir bei den Germanen finden, auch in Skandinavien finden, das sind tatsächlich sogenannte Pfahlgötter. Also das sind dickere Stämme, die könnten bis zu 4 Meter groß sein, aber eher so Pfosten, geschnitzte, ganz grob geschnitzte Gestalten, die man dann aufgestellt hat, die gar nicht so spezifisch zu identifizieren sind. Na, da kann man jetzt irgendwie nicht sagen, der hat das und das Attribut, also muss das der und der Gott sein. Was man am ehesten erkennen kann, ist, ob es männliche oder weibliche Pfahle sind oder aber man kann es nicht wirklich sagen, das ist jetzt Odin, das ist jetzt Freya und so weiter. Diese Form kenne ich übrigens auch von den baltischen, heidnischen Religionen. Es gibt ja heute im Baltikum noch eine sehr rege heidnische Szene, die auch eigene Heiligtümer unterhalten. Und da gibt es eben auch solche Götterstatuen in Form von Holzpfählen. Und möglicherweise, so kommt jetzt mein kleiner Exkurs zustande, hat das was mit Ansus zu tun. Und Ansus könnte eben auch ein Hinweis auf einen solchen Balken sein. Aber das nur am Rande. Die Freya wäre aber eben keine Asin, sondern sie ist eine Warnin. Also sie stammt dann, und das haben auch einige immer wieder hervorgetan oder betont, dass sie möglicherweise aus einer Götterhierarchie stammt, die älter ist als die der Asen. Vielleicht ein Hinweis auf eher matriarchale Strukturen, wie sie vor der Ankunft der Indogermanen, also die Urbevölkerung Europas, die vielleicht eher matriarchal organisiert war, dass da ein Echo vorhanden ist und dass dann später die Asen so etwas wie die indogermanische Invasion verkörpern und dass das vielleicht auch der Hintergrund dieses Warnenkriegs ist. Aber wie gesagt, hier muss man vorsichtig sein. Es gibt auch Hinweise darüber, dass es eigentlich dass es diesen Warnenkrieg wahrscheinlich nur in der Überlieferung von Snorri Sturluson gegeben hat. Also, da muss man eben einfach aufpassen. Ja, Charlie, vielleicht haben Sie auch gar kein Geschlecht zugeordnet. Auch das gibt es. Vielleicht waren Sie androgyn gedacht. Das ist auch etwas, was wir gerade in der germanischen Kultur immer häufiger auch finden. Wir werden darauf noch eingehen, denn die Freya ist bekannt nicht nur als Liebesgöttin und als Göttin der Sexualität,
Sie hat auch andere Funktionen noch, darauf komme ich gleich. Unter anderem beherrscht sie eine bestimmte Form der Magie, das sogenannte Sather. Und das Sather ist eine Magie, die normalerweise nur Frauen machen dürfen. Ja? Und das Interessante ist, dass es aber offensichtlich auch Männer gab, die Sather praktizierten. Was Sather ist, da komme ich gleich noch drauf. Und die bezeichnete man als Ergi. Und Ergi, das ist so viel wie unmännlich. Das war sogar eine Art von Beleidigung. Und interessanterweise, als Freya, die ja nun zu den Asen kommt, nach Asgard kommt, bringt sie Odin das Sather bei. Ganz interessant, dass der Göttervater, der allerhöchste Göttervater, eine Zauberkunst lernt von der Freya, die normalerweise als extrem unmännlich angesehen wird. Aber Odin ist derjenige, der es lernt. Da ist etwas, was auf eine gewisse Art und Weise noch anders bewertet und betrachtet werden müsste. Sehr, sehr interessant. Also Sather, Frauenmagie, aber offensichtlich auch eine Magie, die bestimmten Männern offen stand. Und ob der Begriff Ergi, von dem man jetzt weiß, dass er eher als unmännlich betrachtet wird, ob der dann immer nur eine abwertende Bedeutung hatte, weiß ich nicht. Vielleicht sah man diese Ergi, also die Männer, die Frauenmagie betrieben, auch als ganz besondere Zauberer. Wir wissen es nicht ganz genau, aber da muss einfach auch noch mehr, da muss vielleicht auch noch eine noch mehr mehr geforscht werden dahinter. Und ja, und vor allen Dingen, wenn man auch überlegt, dass Odin tatsächlich hier ja auch etwas lernt, was eigentlich nur für Frauen ist, da merkt man, Geschlechter sind tatsächlich gerade in der nordischen Mythologie eher fließend. Und es gibt auch Beispiele wie das Loki zum Beispiel, einer, der sich auch mal in eine Frau verwandelt hat. Oder es gibt die Geschichte, dass der Gott Thor sich als Frau verkleiden musste. Also es gibt Situationen, in denen man merkt, das ganz klare Denken in Mann und Frau wird auf der Ebene der Götter durchaus auch in Frage gestellt. Was aber nicht heißt, dass es auf der Ebene der Menschen nicht eben, wie gesagt, dann auch zu einer Abwertung oder gar einer Ausgrenzung aus der Gesellschaft geführt hat. Ja, so viel dazu. Aber Magie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Freya. Halten wir mal fest, damit das nicht so hin und her hüpft. Freya, die auch die göttliche Frau genannt wird, the Divine Lady, die göttliche Herrin genannt wird, sie entstammt den Vanen und diese sind sehr wahrscheinlich eher Fruchtbarkeitsgötter, ja? Während die Asen wahrscheinlich eher Götter sind, die sich auf die Kriegskunst und auf Eroberung spezialisiert haben. Ja, das sind also eher Götter, die, wenn wir jetzt klischeehaft wären, männliche Eigenschaften verkörpern, während die Vanen eher weibliche Eigenschaften verkörpern. Also vielleicht eher das Nährende, das Erhaltende, während die Asen eher in das Ordnende hineingehen und dadurch auch vielleicht manchmal das Dominierende, das Beherrschende. Und ja. Die Wagensymbolik, über die habe ich schon gesprochen, die ist typisch. Das erinnert eben an die Prozessionswägen, von denen schon die römischen Autoren berichten, von der Göttin Nertus zum Beispiel. Doch hier ist ganz interessant, die Göttin Nertus, die wahrscheinlich eine Statue von ihr oder auch es könnte auch ein Stein gewesen sein, irgendetwas, was dieser Nertus, die wahrscheinlich mit der Njörd identisch ist, die wird auf einem Wagen zu einem heiligen Hain gezogen und dann werden dort auch Menschen geopfert. So berichtet es zumindest Tacitus. Man bringt also diesen Fruchtbarkeitsgöttern auch Menschenopfer dar. Sehr wahrscheinlich sind das nicht, werden dort Menschen geopfert, die sich freiwillig als Opfer zur Verfügung stellen. Das ist etwas, was uns heute ziemlich fremd ist und ziemlich fern ist. Aber wir dürfen eben unsere heutigen Maßstäbe an Religiosität nicht an das anlegen, was die Menschen früher gedacht haben. Es ist auch nicht ganz sicher, ob es wirklich so war,
Aber die Berichte legen es nahe, dass es Menschenopfer gab bei den Germanen und dass diese den Zweck dienten, in regelmäßigen Abständen die Fruchtbarkeitsgöttinnen zu besänftigen. Und entsprechend wurden dann interessanterweise auch Männer geopfert, die dann der Göttin heilig waren. Ja, oder geweiht waren. Andererseits war Freya auch eine Totengöttin, das kann ich gleich hier anschließen. Wenn das hier im Hintergrund so wackelt, das bin ich. Das ist der Tisch. Ich habe mich jetzt hier gerade so aufgestützt, das sollte ich nicht tun. Ja, und wenn es, wenn sie also als Totengöttin unterwegs war, das wird auch berichtet, ihr wisst ja, dass Odin die auf dem Schlachtfeld gefallenen Krieger zu sich nach Valhall geholt hat und sie selbst, die Freya, hat Anspruch gehabt auf 50% aller Gefallenen. Also Odin bekam die eine Hälfte, Freya die andere Hälfte. Und der Ort, an den dann diejenigen Gefallenen kamen, die von Freya in Empfang genommen wurden, der hieß Folkvangr. Und das war sozusagen ihre, der Saal des Volkes. Das war ihre Halle. Sie hat also eine eigene Halle gehabt. Und das Interessante ist, dort konnten offensichtlich auch Frauen aufgenommen werden. Das war in Valhalla nicht möglich. Und möglicherweise sind die Frauen, die dort aufgenommen wurden, diejenigen, die vielleicht sogar an den Opfertod gestorben sind. Also da gibt es so Vermutungen in diese Richtung. Ja, aber interessant ist, dass sie eben nicht nur eine Göttin der Liebe ist, sondern eben auch eine Göttin des Todes, wenn man so möchte. Manche bezeichnen sie auch als die oberste der Walküren. Und in dem Sinne ist sie natürlich auch, und da haben wir ja hier so eine Darstellung auch gehabt, schauen wir mal hier, hier auf der Karte zum Beispiel, da wird sie als, hier ist sie die Empress, da sehen wir auch, wie sie so in einer kriegerischen Montur dargestellt wird. Also sie ist durchaus auch eine Göttin, die sich zu wehren weiß. Also sie ist nicht einfach so eine Art Aphrodite, als die sie dann oft bezeichnet wird, also eine reine Liebesgöttin. Sie ist vielschichtiger als eine Aphrodite und vielschichtiger als eine Venus. Sie besitzt offensichtlich auch diese kriegerischen Qualitäten und daher kann sie natürlich auch Krieger bei sich in ihrem Reich aufnehmen. Übrigens, das Totenreich der Germanen, das war nicht nur Hel, sondern das Totenreich, das ist eher ein Netzwerk aus vielen Orten gewesen, in denen man nach seinem Ableben kam, je nachdem, was man in seinem Leben vorher gemacht hat. Und wenn man nun eben, wie gesagt, Krieger war und den Heldentod auf dem Schlachtfeld erlitt, dann kam man eben zu Odin nach Valhalla oder eben zu Freya nach Folkvang. Und alle anderen wurden dann an andere Ebenen verteilt, unter anderem ins Reich der Schatten zur Unterweltsgöttin Hel. Halten wir fest, eine Göttin der Fruchtbarkeit, der Sexualität, der Liebe, aber eben auch eine Göttin des Todes. Und wenn wir das so betrachten, dann merken wir, dass sie eben nicht nur eine Göttin der Liebe war, sondern dass sie eine tiefere Dimension hat. Und diese tiefere Dimension weist ganz klar auf eine Göttin hin, die eben über Leben und Tod regiert. Und Göttinnen, die über Leben und Tod regieren, da kommen wir ganz exakt in den Bereich, in dem wir die große Göttin manifestieren. Also das heißt die große Göttin, die Muttergöttin. Und sehr wahrscheinlich ist Freya eine Erinnerung an eine große Göttin, eine Muttergöttin, die die Germanen und auch vielleicht sogar die Vorgermanen, die Protogermanen verehrten. Vielleicht auch schon sehr viel früher. Wir wissen ja, dass eine solche Muttergottheit bereits in der Steinzeit verehrt wurde, in der Bronzezeit verehrt wurde. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es eben auch in der Eisenzeit, und da kommen wir ja dann zu den Germanen, dass da noch mindestens Erinnerungen daran waren. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, eine Freya ist keine Göttin, die in der Überlieferung so weit zurückreicht. Ne? Und die Kunde, die wir über Freya haben, die ist zwar aus vielen volkstümlichen Überlieferungen, also sie kommt nicht nur
in der Edda vor, sondern wir wissen sie aus, wir haben viele Überlieferungen auch aus Bräuchen, die in Skandinavien und in Germanien verbreitet waren. Also sie war eine der wichtigsten und vielleicht sogar die wichtigste Göttin überhaupt. Und das hat natürlich dann später vor allen Dingen das Christentum, in der Christianisierung sie vor ein Problem gestellt. Denn während man die anderen Götter versucht hat, in die christliche Mythologie zu fassen, ne, wurde eben aus Allvater, wo Odin wurde eben Gottvater, aus Balder, den strahlenden Sonnenhelden, wurde dann Jesus und aus Loki hat man dann einfach Satan gemacht oder den Teufel gemacht. Na, auch heute noch wird Loki ja gerne noch mit so Hörnern dargestellt. In jedem Fall, was macht man aber mit so einer Göttin Freya? Man hat ja in der christlichen Mythologie eigentlich nicht so viele Varianten, wie wir da weibliche Gottheiten überführen können. Die einzige, die sich da anbietet, ist die Jungfrau Maria. Aber Freya, die nun die beliebteste aller Göttinnen gewesen ist, konnte man unmöglich mit der Jungfrau Maria in Verbindung bringen. Also das passte gar nicht. Ja? Also eine Göttin, die tatsächlich eher wie eine Hure unterwegs gewesen ist, wenn man den Überlieferungen der Edda glauben darf. Und auch hier ist interessant, tatsächlich wirft Loki ihr ja Prostitution vor. Und da muss man aber auch sagen, dass die zum Beispiel auch in der Lokasenna ganz klar sagt, du hast mit deinem Bruder geschlafen, also mit Freude. Auch das ist interessant, denn das ist ein ganz klarer Vorwurf des Inzest. Und das ist natürlich für die Ohren von Christen und die Edda, da erinnere ich euch dran, stammt ja aus einer Zeit oder wurde niedergeschrieben von Menschen, die bereits christlichen Glaubens waren. Insofern war klar, dass man den Geschlechtsverkehr zwischen Geschwistern nicht gutheißen konnte. Aber offensichtlich gab es das zwar bei den Germanen auch nicht, es wurde auch nicht gut geheißen, aber unter den Göttern war es üblicher. Das ist etwas, was bei indogermanischen Göttern sowieso alle Nase lang vorkommt. Also wenn ihr mal überlegt, Zeus und Hera sind auch Geschwister. Ja? Also insofern, egal wo ihr guckt, in welcher Mythologie, die Geschwisterehe war gang und gäbe. Und dass Freur und Freuer vielleicht ursprünglich sogar ein ursprüngliches Paar gewesen ist von Fruchtbarkeitsgöttern, die zusammengehört sind, das liegt eigentlich fast nahe. Schon allein die beiden Titel. Und da finde ich, da muss man natürlich auch anders drüber nachdenken. Wenn also Loki der Freuer Prostitution vorwirft, dann ist es natürlich die Perspektive eines christlichen Schreibers, der sich dann natürlich darüber mokiert und das ganz entsetzlich findet. Andererseits muss man auch sagen, dass vermutlich das, was wir heute unter Prostitution uns vorstellen, auch damals anders gesehen wurde. Prostitution war nicht etwas in dem Maße abschätzig bewertetes, wie es heutzutage ist, sondern damals gab es tatsächlich eine Form von Prostitution, die stand zwar nicht allen offen, das war also nicht etwas, was sich jeder gönnen konnte, sondern das stand nur hochrangigen Leuten offen. Eine Art von Prostitution, bei der Frauen wie Art Tempeldienerinnen zur Verfügung standen, und zwar für magische Zwecke. Also man merkt, auch hier bei der Freya, da schwingt noch eine andere Qualität mit, nämlich die, dass Sexualität auch einen magischen Aspekt hatte. Und dieser magische Aspekt, jetzt kommen wir wieder auf das Seidr, also auf die Art von Magie, die vor allen Dingen durch die Freya verkörpert wird, dass dieses Seidr auch eine Art von Sexualmagie gewesen sein kann und dass es eben Priesterinnen gegeben hat, die diese Form der Magie im Sinne einer Art Prostitution zur Verfügung gestellt haben. Man konnte also, wenn man bestimmte magische Techniken praktizieren wollte, dann zu solchen Tempeldienerinnen gehen. Ich nehme an, dass das dann bezahlt wurde. Also in
diesem Sinne. Ne? Später hat man dann das dann eben einfach ganz verwerflich gefunden. Man hat dann eben auch ziemlich schnell Freuer einen anderen Mann gefunden, diesen Other, wie gesagt, dass sozusagen dieser Makel, dass man das nicht sozusagen weiter fortsetzen musste in der Geschichte. Aber da war ich stehen geblieben. Eine Jungfrau Maria ließ sich ganz schwer aus einer Freuer machen. Ja, also, ich habe noch ein Bild dabei. So sehen wir sie auch in etwas moderneren Variante. Ja, also alles, was für die Freuer steht, ist sozusagen das glatte Gegenteil von dem, was eine Jungfrau Maria verkörpert. Also was nun tun in einer Zeit der Christianisierung, in der das Christentum im Vormarsch ist, um die Götter, die Göttin, die so beliebt ist, einerseits zu retten und auf der anderen Seite natürlich ziemlich klar zu machen, dass das, was wofür diese Göttin steht, eigentlich eher verwerflich ist. Und da ist es, gehen einige davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt die Trennung dieser ursprünglichen Göttin in zwei Göttinnen geschah, nämlich einmal in die Freuer und einmal in die Frigg. Und zur Frigg kommen wir gleich, was so ihre spezielle Ausrichtung ist. Aber das Interessante ist, dass man die Frigg, die ja nun eher dann gleich zur Gemahlin Odins wurde, also eher so eine Figur wird wie die Juno oder die Hera in der griechischen oder römischen Mythologie, dass man mit der sehr viel mehr anfangen konnte, weil die hat sich dann um die klassischen Frauenthemen gekümmert. Ne? Die Frigg ist dann die Göttin der Ehe, des Heimes, der Geburt, der Familie, der Kinder und so weiter. Also all das, was man sich von einer guten Ehefrau erhofft hatte, dafür steht dann Frigg später. Und hat dann die Freuer tatsächlich ganz in diese Richtung Aphrodite-Venus, also diesen sexuellen Aspekt gepackt. Dass dieser Zauberaspekt, den hat man natürlich dann abgewertet. Diese magische Kunst des Sather hat man sozusagen dann in die Hexenkunst umgewandelt. Und ich bin ziemlich sicher, dass das dann letztendlich die Anhängerinnen der Freuer getroffen hat, die dann sozusagen der Hexerei bezichtigt wurden durch diese Art von Magie, die sie da betrieben. Ja. Ja. Interessant, wie gesagt, jetzt bin ich schon so mittendrin. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, ich habe hier noch ein Bild, auch ein ziemlich bekanntes Bild, ist glaube ich von Arthur Rackham. Da sehen wir auch nochmal die Freuer. Also, wie gesagt, so wie sie da steht, ist sie alles andere als eine Jungfrau Maria. Und das ist zum Beispiel hier so eine Replik eines Schmuckstücks, das offensichtlich Freuer verkörperte und das man damals trug an der Kleidung wie eine Fibel oder eben ein Anhänger wie hier, den man sich um den Hals hängte, um eben vielleicht die Liebeskraft, die Freuer verkörpert, anzuziehen. Ja, die Katze, insbesondere die Wildkatze, das hier ist also keine Hauskatze, die ihr gerade seht, sondern eine Wildkatze, wie sie auch früher in unseren Wäldern unterwegs war, die ist ein Begleittier der Freuer und wahrscheinlich bezieht sich das auf diese Magie. Ne? Die Katze, die ja schon immer so ein Wesen der Nacht, der Dunkelheit war, der man auch magische Kräfte nachgesagt hat. Später hat ja die Katze dann auch die Wucht der Verfolgung als Teufelstier getroffen. Also die Katze passt sehr gut zur Freuer als eine Zauberin. Ein anderes Tier ist der Falke, der ihr zugeordnet ist. Sie besaß einen Falkenumhang oder einen Falkenmantel, einen Mantel aus Falkenfedern, den sie sich umhängen konnte. Und dann verwandelte sie sich in einen Falken und konnte davon fliegen. Diesen Mantel übrigens hat sich Loki manchmal ausgeliehen, wenn er mal wieder irgendwo im Auftrag der Asen irgendetwas wieder gerade biegen musste, was er wahrscheinlich selbst eingebrockt hat. Also sie ist auch eine Gestaltwandlerin und da merken wir, da kommt auch so eine Art eher schamanischer Aspekt in diese Zauberkunst der Sather hinein. Und zuletzt haben wir auch den Eber, der ihr zugeordnet ist. Der Eber, der vielleicht auch die Wildheit der Natur dann wieder verkörpert.
zusammen mit ihrem Bruder Freud, der natürlich so etwas ist wie ein Fruchtbarkeitsgott in der Natur. Also, all dies deutet darauf hin, dass sie eine ganz spezielle Gottheit gewesen ist, die man eher mit Sexualität, mit Erotik, mit Liebe in Verbindung gebracht hat, mit wilder Natur, Fruchtbarkeit, Zauberkunst und Magie. Aber alles in allem doch auch eine Erinnerung an eine ursprünglich große Göttin. Ich muss dazu natürlich sagen, es gibt auch Forscher, die diesen Gedanken ablehnen. Unter anderem der Rudolf Simek, der ein sehr bedeutender Forscher der nordischen Mythologie ist, der in seinem Lexikon der germanischen Mythologie ziemlich klar dieser Theorie, dass die Proto-Germanen, also die Vorgermanen, eine einzelne Muttergottheit verehrt haben, ablehnt, aus der sich dann alle anderen Göttinnen abgespalten hätten. Soweit würde ich auch ehrlich gesagt gar nicht gehen. Ich würde eher sagen, hier ist aber ziemlich klar, dass das, was die Freuer verkörpert, tatsächlich wirklich Fruchtbarkeit, Liebe und Sexualität ist und damit den Aspekt des Lebens verkörpert. Und dass sie eben als Totengöttin auch den anderen Aspekt verkörpert, das erinnert einfach sehr, sehr stark an diese große Göttin, an Mutter Erde. Ja, kommen wir, das ist übrigens der sogenannte Katzenwagen von Oseberg, also das ist das Schiff von Oseberg. Und da ist so ein Wagen ausgegraben worden. Und dieser Wagen, der hat Katzendarstellungen. Das ist ganz eindeutig ein Wagen, der Freuja geweiht ist. So, kommen wir zur Frigg. Die Frigg, wie gesagt, wenn wir sie jetzt zu heute gucken und auch bei den Neuheiden, ja, die Kulte anschauen oder die Verehrung anschauen, dann hören wir immer wieder, dass sie ganz klar andere Zuordnungen hat, andere Entsprechungen hat als die Freuja. Also Freuja entspricht mehr so einer Venusfigur, die Frigg eher so einer Juno-Figur oder Aphrodite und Hera-Figur. Das ist sie ist die Göttermutter. Das ist sozusagen das, worauf man es dann im Endeffekt zusammendampfen kann. Wir sehen sie hier mit wichtigen Attributen. Sie sitzt da, sie hat dann neben ihre Dienerinnen übrigens, die ihren Schmuck aufbewahren. Und hier kommen schon die ersten Parallelen zu Freuja. Von der Freuja ist bekannt, dass sie Brisingamen besitzt, also ein Schmuckstück, das von den Zwergen hergestellt wird. Und auch Frigg besitzt ein solches Schmuckstück. Und auch sie hat eine Nacht mit den Zwergen verbracht, damit sie ihr dieses Schmuckstück herstellen. Also da sind schon Ähnlichkeiten da. Ja? Insofern kann man jetzt nicht unbedingt sagen, die beiden sind so ganz unterschiedlich oder sind richtig polare Vorstellungen von Frauen in der Gesellschaft. Nein, nein. Nur wirkt eben, und das sieht man schon, sie sitzt ja auf einem Thron. Sie sitzt eher wie eine Königin da. Sie ist sozusagen die Königin des Himmels, die Königin von Asgard. Das ist Freuja natürlich in dem Sinne nicht. Aber wenn man mal ihren Namen anschaut, Frigg ist eher ein Eigenname als Freuja. In Germanien hieß sie nicht Frigg, sondern Frija. Daher kommt auch unser Frietag, Freitag. Der kommt eben ursprünglich wohl nicht von der Freuja, sondern eben von der Frija. Wobei, wenn die beiden am Ende dann doch eins sind, spielt es fast gar keine Rolle. Naja, in jedem Fall, diese Frija und dieses Wort Frija heißt nichts anderes als die Geliebte. Also da kommt ein Aspekt wieder durch, den wir schon bei der Freuja auch hatten. Odin und Frigg sind sozusagen das göttliche Paar, so wie Zeus und Hera oder Jupiter und Juno. Und so etwas gibt es also in dieser Konstellation bei fast allen germanischen Stämmen. Ob das bei den Langobarden ist, da ist es Godan und Freya, oder ob das eben bei den Südgermanen sind, Freya und Wodanas, oder dann eben auch Odin und Frigg bei den Skandinaviern. Beide haben aber eins gemeinsam, Odin und Frigg. Und das unterscheidet sie von Jupiter und Hera, von Jupiter und Juno oder Zeus und Hera, ganz klar. Sie mischen sich in die Belange der Menschen ein. Also das sind nicht distanzierte Gottheiten, die irgendwo im Himmel regieren und dann
ab und zu, wenn sie Lust auf Mensch haben, sich dann sozusagen mit ihnen vergnügen, meistens zum Nachteil der Menschen, sondern sie wandern auch auf Erden umher. Also Odin ist da ja ganz bekannt, dass er immer wieder auf Wanderschaft geht, um die Menschen zu prüfen. Und auf der anderen Seite macht das eben die Frigg so nicht, aber sie kümmert sich um die Menschen, sie interessiert sich für ihre Schicksale, sie ist eben auch zuständig für all die Belange, wenn in der Ehe, also sie ist auch die man anruft, um die Ehe zu schließen, aber auch um vielleicht Eheprobleme zu lösen. Natürlich ist die Frigg diejenige, die über die Geburt herrscht und natürlich über Haus und Hof ganz allgemein. Und insgesamt kann man sagen, wenn wir Odin und Frigg so als Götterpaar anschauen, dann beobachten wir gerade in den Szenen, wo sie zusammen auftreten, dass sie sehr gleichberechtigt auftreten. Also Frigg nimmt kein Blatt vor dem Mund, ja, um ihren Mann zu kritisieren, ihn auch herauszufordern. Ja. Manchmal, wenn sich menschliche Völker streiten oder um Territorien streiten, dann nimmt Odin Partei für die eine Gruppe und Frigg für die andere. Und in der Regel sind es dann die der Frigg unterstellt sind, die dann auch gewinnen. Also sie mischen sich ein, sie mischen mit und dadurch sind sie auf einer bestimmten Ebene menschennäher, als es zum Beispiel die mediterranen Götter sind. Ja, wenn Odin unterwegs ist übrigens, ja, weil er immer auf Wanderschaft geht, dann darf sie auf dem Thron sitzen, dann sitzt sie auf dem Thron und führt die Regierungsgeschäfte sozusagen. Ja. Also auch das ist ein Zeichen dafür, dass es dort eine Form von Gleichberechtigung, ich möchte das jetzt nicht so beschönigen, ich glaube, dass die Germanen, speziell die Wikinger, durchaus auch ein sehr patriarchales Rollenverständnis hatten. Aber es ist eben nicht, die Frau ist auf keinen Fall eine Sklavin des Mannes oder eine Dienerin des Mannes. Das dürfte bei den Germanen anders gesehen worden sein. Auch weil man Frauen immer wieder diese magischen Kräfte zugestand. Wir wissen zum Beispiel, dass die Anführer eines Stammes, die Häuptlinge, wenn sie verheiratet waren, die Gemahlin, die Frau des Häuptlings, eine mindestens ebenso wichtige Rolle gespielt hat wie der Häuptling. Während dann die Männer eben in den Kampf zogen, war es die Aufgabe der Frau des Häuptlings, mit Hilfe von Magie den Ausgang eines Kampfes zu beeinflussen. Ja, also das war sozusagen ihre Kunst. Und entsprechend steckt auch in der Frigg so etwas wie eine Magierin, eine Zauberin. Aber, wie ich schon gesagt habe, im Zuge der Christianisierung hat man der ursprünglichen Göttin, die wohl beides hat, hat man einfach so auseinanderdividiert und hat dieser Frigg alle zauberischen Qualitäten genommen und hat sie ganz auf die Freuer, na, die ja eh so gewissermaßen eine Prostituierte, eine Hure ist, übergeben. Auf die konnte man alles projizieren, was man auf irgendeine Art und Weise als schlimm erachtet hat, während die Frigg sozusagen als die dann da stand, die das reine Frauenideal verkörperte, mit dem man sich auch als Christ anfreunden konnte. Und so wurde sie dann auch entsprechend dann sozusagen als Stellvertreterin für die Mutter Gottes gesehen. Und sie ist ja dann später auch die Mutter von Balder. Balder, der dann später in die Unterwelt hinabsteigt, um dann wieder aufzuerstehen und die neue Welt zu regieren. Also das klingt schon alles sehr stark nach der christlichen Vorstellung von Jesus und von Christus. Da merken wir, dass das, was in der Edda beschrieben wird, auch von Christen geschrieben wurde und eine gute Portion der christlichen Mythologie damit hineingeflossen sein muss. In diesem Sinne haben wir es eben mit einer sehr wichtigen, sehr mächtigen Göttin auch zu tun, die dann gerade in der Wikingerzeit offensichtlich auf Haus und Hof reduziert wurde. Das mag aber auch dem gesellschaftlichen Wandel in der Wikingerzeit geschuldet sein. Also ihr wisst ja, in der Wikingerzeit, die Männer brechen auf,
Man verdient sich seine Brötchen quasi nicht mehr durch Ackerbau oder durch Viehzucht, ne? Oder bleibt zu Hause, sondern man bricht auf und geht auf Beutezug, verbreitet Furcht und Schrecken. Die Männer waren also die meiste Zeit unterwegs. Wer bleibt zurück? Die Frauen, die Haus und Hof in Schuss halten mussten und bestellen mussten. Und auch hier hören wir Geschichten, dass zum Beispiel, vielleicht ist das der Grund, warum wir eben in dieser Zeit dann eben Wotan, den Kriegsgott, haben und Frigg dann eben die, die zu Hause bleibt. Das ist ein Spiegel des der gesellschaftlichen Verhältnisse von damals. Ich glaube, dass wir hier auch den Schlüssel haben dafür, wie sich so langsam aber sicher Freuja auch die Zauberin immer mehr in eine etwas düstere Richtung entwickelte, ja, und dann vielleicht sogar eher zu einer Art Hexengestalt wurde. Möglicherweise dann auch mit der Hel in Verbindung ging, ne, weil sie war ja ohnehin auch schon eine Totengöttin und aus der Hel wird ja dann die Hölle und so weiter und so fort. Also da werde ich wahrscheinlich noch mal was Eigenes darüber machen, über Unterweltsgötter und Göttinnen vor allen Dingen. Denn das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber diese Differenzierung zwischen Haus und Hof und zwischen der Wildnis, das geschieht so in der Wikingerzeit. Und das ist auf alle Fälle ein interessanter Fakt. Nichtsdestoweniger hat auch Frigg etwas Magisches an sich. Und es ist offensichtlich den Christen durch die Lappen gegangen bei ihrer Bewertung. Ihr seht es hier, sie hat als eines ihrer Attribute eine Spindel und einen Rocken. Also dort, wo man sozusagen die Wolle aufgespannt hat, um daraus etwas zu spinnen. Das ist eines ihrer wichtigsten Attribute. Und hier kommt eine Geschichte zutage also so wird sie ganz häufig dargestellt. Und warum hat man ihr das Attribut gelassen? Weil man das ja als häusliche Tätigkeit gesehen hat und hat einfach gesagt, naja, das ist eine ganz klassische Frauenaufgabe, spinnen, weben und spinnen. Ja? Und an dieser Stelle hat man aber eins übersehen, dass das Weben und Spinnen zwar durchaus als weibliche Tätigkeit angesehen wurde und wir wissen ja auch, wer noch webt und spinnt. Und das sind die Nornen, ja, das sind die drei Schicksalsgöttinnen, die ja nach der mythologischen Überlieferung über allem stehen sogar. Und dass das ein durchaus magischer Akt ist. Also auch Frigg webt und spinnt. Die Nornen weben und spinnen unser Schicksal. Aber Frigg webt und spinnt um unser Schicksal zu verändern. Und da kommt eine ganz interessante Sache rein. Das ist nämlich auch ein Ziel des Seder gewesen. Seyðr besteht eigentlich im Grunde genommen aus einer Magie, bei der Weben und Spinnen eine ganz, ganz wichtige Aktivität ist. Und zwar nicht nur im übertragenen geistigen Sinne, sondern auch im praktischen Sinne. Ja? Und ich glaube, dass wir es hier eben mit der Spindel zu tun haben und mit dem Rocken zu tun haben und dann später auch mit dem Spinnrad natürlich zu tun haben, als ein Relikt dieser ursprünglichen Seyðr-Magie, der Frauenmagie. Das hat man alles der Freya zugeschanzt, der Freuer, und nun erkennen wir, dass dann auch Reste auch bei der Frigg dabei sind. Und ja, und das finde ich ein sehr, sehr spannender Punkt. Denn was hat man dann in der Mythologie draus gemacht? Sie webt und spinnt die Wolken. Da können wir sie hier in dieser Darstellung sehen. Die Wolken werden von Frigg gewoben und gesponnen. Da haben wir nochmal so ein Bild, da ist sie auch mit Widdern unterwegs, die offensichtlich ihren Wagen gezogen haben, wenn sie mal unterwegs war. Auch ein wunderschönes Bild von Arthur Rackham. Aber sie hatte als ihr Krafttier, könnte man sagen, vor allen Dingen auch den Reiher. Und der Reiher, ja, der Reiher ist einer, der für Trunkenheit steht. In der germanischen Überlieferung. Also es gibt Verse, in denen er ganz klar mit einem Rausch in Verbindung gebracht wird. Und da kommt dann vielleicht auch ein bisschen das wieder, was diese Trance, das Trance-Element durchscheinen lässt, von dem du, Merenhardt, auch gerade sprichst.
Weben und Spinnen lässt in Trance fallen. Aber der Reiher ist eben vor allen Dingen auch verbunden mit einem Rauschzustand. Und ihr kennt alle ein Wort für sich übergeben, das von diesem Vogel abgeleitet ist. Ja, Reihern. Und das leitet sich tatsächlich von diesem Vogel ab. Ich wusste das vorher auch nicht. Aber Reihern stammt von dem Vogel, weil er tatsächlich, um seine Jungen zu füttern, er frisst erstmal ordentlich was und dann wirkt er es wieder hoch, um es dann seinen Jungen zu verfüttern. Und das nennt man Reihern. Und eine ganz ähnliche Geste, ohne dass wir jemanden damit füttern, vollziehen wir dann halt eben, wenn uns vom Rausch schlecht wird. Dann müssen wir halt auch reiern. Das mal abgesehen davon. Aber wo finden wir denn den Reiher? Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Der Reiher ist meistens einer, der sich Fische holt aus Gewässern. Das hat er mit dem Storch, gemeinsam, der nun eher vielleicht eher auf Frösche spezialisiert ist. Aber der Reiher holt sich gerne Fische. Aber was beide tun, ist, mit ihrem Schnabel tauchen sie ins Wasser ein und holen etwas heraus. Und dieser Prozess, eintauchen, was herausholen, das haben die Menschen früher als Geburtsprozess verstanden. Und hier kommen wir zu einer Göttin, zu der ich aber auch eine eigene Sendung mache, weil sie viel zu umfangreich ist, als dass man sie jetzt hier noch mit hineinbringt, nämlich der Frau Holle. Die Frau Holle, deren Name wahrscheinlich von Hulda kommt, die Gnädige, die Gute. Ja? Die Frau Holle ist sehr wahrscheinlich mit der Frigg zumindest eng verwandt. Und der Frau Holle sind zum Beispiel die Störche heilig. Auch sie tauchen ein, holen die Frösche ans Licht. Ja, und wer bringt denn der Überlieferung nach die Kinder? Der Storch, der Klapperstorch. Und das alles hängt eng miteinander zusammen. Und das Wasser ist sozusagen auch das Element, aus dem wir alle entstammen. Das ist das Urelement. Ja, ja, das Gebäude, in dem sie lebt, die Frigg, nennt sich auch Fensalir. Fen ist der Sumpf, also der Saal des Sumpfes. Und da hören wir schon diesen engen Bezug zum Element Wasser, den sie mitbringt. Als ein Element der Fruchtbarkeit natürlich auch. Ja, gerade Sumpf hört sich ja jetzt auch nicht nach kristallklarem Bach an, sondern ist eher etwas, wo naja, Erde und Wasser sich mischen. Also eine gute Grundlage für Fruchtbarkeit. So, ich wollte noch schauen, ob ich irgendwas vergessen habe, euch noch zu erzählen, was mir wichtig war. Also zum Schluss eben nochmal der Hinweis auf die Frau Holle, zu der ich aber, wie gesagt, noch was Eigenes machen möchte. Fazit. Man könnte sagen, dass es gibt guten Grund anzunehmen, dass Frigg und Freuja ursprünglich eine und dieselbe Göttin gewesen sind. Eine Muttergöttin gewesen sind, die all die Aspekte der Weiblichkeit in sich vereinte, wie Fruchtbarkeit, aber auch das Leben nicht nur geben, sondern auch nehmen, also die Rückkehr in den Schoß von Mutter Erde, die mit einer besonderen Form von Magie in Verbindung gewesen sind und dass vor allen Dingen aber dann im Zuge der Christianisierung man vor dem Dilemma stand, dass eine Freuja so eine wichtige Göttin war, die konnte man also den zu christianisierenden Germanen nicht einfach wegnehmen. Also hat man diese Figur in zwei Gestalten geteilt, eine, die deutlicher dem Ideal der Jungfrau Maria entspricht, hat dabei aber übersehen, dass sie immer noch spinnen und weben kann, also das heißt, dass Seyðr gar nicht verloren hat, und die Freuja, die man dann eher so in die Richtung gedrängt hat, einer Zauberin, einer düsteren Gestalt, einer Magierin, einer Prostituierten, ja, all diese Dinge, die man als eher negativ betrachtet hat. Übrigens, auch, ich habe euch bei der Freuja auch von den Falkenfedern erzählt, auch Frigg hatte einen solchen Falkenfedermantel, ja, und da merkt man, da sind einfach viel zu viele Parallelen, als dass man das einfach ignorieren könnte. Und für mich scheint das sehr plausibel. Es gibt natürlich auch noch die andere Meinung, und wenn wir heute Neuheiten fragen und sie sagen, na ja, aber wenn ich Frigg anrufe, dann
mache ich das aus anderen Gründen, wenn ich vorher anrufe. Na, heute gehen wir da, machen die Neuheiten eine ziemlich klare Unterscheidung. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht früher anders war. Und es heißt aber auch nicht, dass das jetzt verkehrt wäre. Es ist einfach nur ein interessantes Fakt, würde ich mal sagen. Und ich würde an dieser Stelle einfach sagen, egal wie ihr es persönlich seht, ja, ob ihr jetzt sagt, für mich sind Frick und Freud zwei verschiedene, irgendwo sind sie vielleicht am Ende Facetten ein und der gleichen Göttin. Darauf kann man sich ja einigen. Und ob dann in früheren Epochen man diese nicht so klar Getrenntheit voneinander und eher das in einer Göttin gesehen hat. Vielleicht hat man es auch damals schon in mehreren Darstellungen von Göttinnen gesehen, wusste aber instinktiv, dass es ein und dieselbe ist. Also so wie Odin ja auch der mit den tausend Namen heißt. Also warum sollte das nicht auch an dieser Stelle für eine Frick, Freuer oder wie auch immer sie geheißen haben mag gelten? Es ist halt einfach ziemlich deutlich, wenn Freuer eigentlich nur noch ein Titel ist und Frick ein eigentlicher Name ist, dass wir es hier tatsächlich mit, gerade bei der Freuer, nicht mit einer ursprünglichen Göttin zu tun haben. Ja, ihr Lieben, das war mir ein Anliegen, das mal zu sagen. Und nun würde ich vorschlagen, lassen wir doch mal das Orakel noch sprechen. Wir können mal Folgendes tun. Ich schalte es mal wieder hier auf meine Karten. Ich würde gerne mit euch nochmal Runen ziehen. Und könnt euch nochmal hier diese schönen, zum Teil sehr schönen Karten zeigen. Na, ich finde zum Beispiel der Phönix, ich mag ja seine Kunst nicht in allen Fällen. Die ist mir manchmal ein bisschen zu undezent. Aber ich finde, was ganz gut hinbringt, ist diesen Unterschied zwischen Freuer und zwischen Frick darzustellen. Na, also klar, hier, da wird sieht sie fast schon wie eine Kurtisane aus, die im Wald spaziert, den Falken auf der Hand, die Tiere, sie ist aber auch eine Herrin der Tiere. Und wenn wir dann die Frick anschauen, die tatsächlich hier die Wolken webt, aber auch das Netz webt des Schicksals. Wer sich ihr sozusagen anvertraut, der kann sein Schicksal neu weben. Wir sehen ihre Dienerinnen, die ihren Schmuck aufbewahren. Fuller heißt eine mit Namen. Und da oben ist dann auch nochmal der Reiher, der ihr heilig ist. Also die beiden Darstellungen zeigen zumindest das, was man heute unter Neuheiten wirklich versteht. Wenn wir, können mal ein bisschen durch die Karten noch schauen, wenn wir mal hier schauen, da haben wir die Empress, die Herrscherin, verbunden mit der Freuer. Das finde ich insofern interessant, weil man natürlich bei der Herrscherin eher die Frick als Göttermutter erwarten würde. Aber hier im sogenannten Norse Tarot, im nordischen Tarot, haben sich die Künstler entschieden, eine Freuer zu machen. Ihr erkennt sie ja, wie gesagt, daran, dass eine Katze dort unten zu finden ist. Und natürlich auch die Kriegerin ist eher eine Freuer. Die Frick ist weniger eine Kriegerin. Und hier haben wir die Hohe Priesterin, den Trumpf Nummer 2. Da sehen wir eine Frick interessanterweise. Und damit wird betont, also auch sie sieht jetzt nicht ganz so klassisch aus wie eine Juno oder Hera, sondern sie hat auch eine große Magie, der Mond, sie sitzt auf so einer Art Thron, einem Mantelthron und das ist eher eine Art Zauberin. Und ich finde, insgesamt kann man sagen, wenn man mit dem Tarot arbeiten würde, ist tatsächlich so, ich würde Hohepriesterin und Herrscherin als die beiden Aspekte Frick und Freuer sehen. In diesem hier, das ist Odin and the Nine Realms, Orakelkarten, das sehr bunt, abstrakt und modern daherkommt. Da sehen wir die Frick. Auch sie hat eine Art Schild in der Hand. Ja, die sind ein bisschen kryptischer, die Karten. Aber ich finde sie auch ganz interessant. Ne? Und die
Freuer, die hat eher die, sieht so aus, da ist die Katze natürlich nochmal dabei. Ja. Ich auch eine. Das ist mal was anderes. Ja. Ist natürlich Geschmackssache, wie immer. Das wisst ihr ja. Und in diesem Tarot, das ist das Tarot The Magical Nordic Tarot. Ich glaube, ich habe das schon mal vorgestellt in einer Leselaube. Da haben wir es wieder andersrum. Da sehen wir die High Priestess eher als eine Freuergestalt. An den Katzen können wir sie erkennen. Und wir sehen eher hier eine Frickgestalt, Fruchtbarkeit, ja, die Hasen, die da wie ganz versonnen um sie herum sind. Das Nordlicht im Hintergrund. Das ist eher hier so eine Gestaltung. In diesem Runenkartendeck, wo auch ein paar Götter mit dabei sind, gibt es nur eine Freuer, da ist gar keine Frick dabei. Naja, das ist jetzt so ein bisschen Comic-Darstellung. Ist nicht schlecht, aber jetzt nicht unbedingt etwas, was ich sagen würde, was man haben muss. Und auch das hier, das ist das sogenannte Viking-Tarot, von dem es ja mittlerweile mehrere gibt. Vikings-Tarot, das ist dieses hier. Da sehen wir auch eine Art Frick auf der Karte. Ja, ist es die 11 oder ist es die 2? Das weiß ich gar nicht. Ja, ich würde mal vorschlagen, nehmen wir doch, was nehmen wir denn? Ich glaube, wir wollen mal heute, ich überwinde mich mal und wir nehmen die Karten von Phönix. Ihr wisst ja, das sind, ich bin da ja nicht immer so glücklich mit seinen Darstellungen, aber ich finde, er trifft jetzt mal diese beiden Facetten der beiden am deutlichsten. Und wir haben hier eine Frick und wir haben eine Freuer. Und ihr dürft euch jetzt entscheiden, welcher Aspekt dieser ursprünglich vielleicht einen Göttin soll jetzt in eurem Leben mehr Raum einnehmen dürfen. Und dann bekommt ihr von mir einen Rat der Runen dazu. Also, Frick oder Freuer? Ihr müsst natürlich nicht laut sagen, das ist schon klar. Ihr wisst, wenn ihr es laut sagt, manifestiert es sich. Ansonsten. Ja, also Charlie, du musst dich jetzt entscheiden. Mehr Frick oder mehr Freuer im Leben? Und natürlich dürft ihr beides nehmen, aber ihr kriegt dann vielleicht auch widersprüchliche Runeninformationen. Ja, dann will ich schon mal sagen, ziehe ich schon mal für die Frick-Fraktion. Ich schaue es mir noch nicht an, ich lege es nochmal zur Seite. Und ich lege es schon mal drauf. Das ist die Rune für die Frick-Fraktion. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, euch zu entscheiden. Und dann gibt es noch eine Rune für die Freuer-Fraktion. So, also entscheidet euch. Entscheidet euch. Denkt dran, beide haben Fehu in sich, finde ich. Ja, also beide stehen für eine Form von Fülle. Und ihr könnt ja auch euch künftig, wenn ihr jetzt ungefähr wisst, wo der Unterschied zwischen beiden ist, immer wieder dran erinnern und dann eigene Runen dazu legen. Aber jetzt
Offenbaren wir das mal. Schauen wir mal, was die Frick-Fraktion bekommt. Die Frick-Fraktion bekommt Tiwas. Die Rune, die eigentlich für Männlichkeit steht. Ja. Und ich würde mal sagen, mehr von dem, was Frick für euch verkörpert, bekommt ihr dann, wenn ihr bereit seid, dafür wirklich den Fokus voll und ganz in diese Richtung zu legen. Ja. Und da würde ich sagen, dieses, oder man könnte auch sagen, die Frick-Fraktion hat gewählt, das Schicksal selbst zu weben und zu bestimmen. Ja, also im Grunde genommen ist ja das, was die Magie der Frick ausmacht. Das Sather ist, du webst und du spinnst den Faden deines Lebens selbst. Magie ist immer die Kunst, das Leben so zu gestalten, dass es im Einklang mit deinem Willen geschieht und nicht du ein Spielball der Wellen bist. Und Tiwas sagt, das gelingt dir am besten, indem du wirklich dich von aller Ablenkung befreist und den Fokus ganz und gar auf ein bestimmtes Ziel legst. Also, aber es ist eine sehr, finde ich, treffende Rune, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist eine Rune, die sagt, du kannst da viel erreichen, wenn du dich fokussierst. Also auch eine Rune, die von einem bestimmten Gelingen spricht des Ganzen. Jetzt schauen wir mal, was die Freuer-Fraktion bekommt. Die Freuer-Fraktion bekommt die Daggers. Auch nicht verkehrt, denn Daggers sagt ja, bringe dich immer in Einklang mit der Umwelt. Sei wie Ein- und Ausatmen. Achte darauf, dass es immer eine Balance gibt zwischen innen und außen, zwischen dir selbst und den anderen. Und wenn jetzt Phönix hier schreibt, Freier ist oder Freier ist die Sinnlichkeit. Du steigerst die Sinnlichkeit in deinem Leben offensichtlich dadurch, dass du wirklich in den Austausch mit der Welt gehst. Also, Daggers heißt auch, es ist eine feine Form von Sinnlichkeit. Es ist also jetzt nicht ein dramatischer Akt, sondern es ist eine feine Form von Sinnlichkeit. Es ist vielleicht eher dieses in den Wald gehen, die Natur spüren. Spüren, wie es eine Resonanz zwischen dir und der Natur gibt. Und wie vielleicht das Wilde in der Natur auch das Wilde in dir anspricht. Und das sozusagen immer wieder in einem Wechselverhältnis zu leben. Ich glaube, dass es darum geht, das Wilde in sich selbst zu entdecken. Und da hilft die Begegnung mit der Natur natürlich. Ja. Ja. Ich denke mal, das war so das, was ich euch gerne zu dieser Episode über, dieser ersten Episode über Göttinnen mitteilen wollte. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich darüber freuen, dass ihr das in den Kommentaren kundtut. Und ja, mal sehen, was dann als nächstes drankommt. Schenkt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr zum ersten Mal heute dabei seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das freut den Algorithmus, aber auch mich, weil ich dann sehe, dass diese Art von Inhalten auch ankommen und ich einfach noch mehr davon mache. Ich persönlich würde gerne noch mehr über Göttinnen machen. Ich habe jetzt auch mal ganz bewusst mich entschieden, nicht jetzt noch Götter dazu zu nehmen, sondern einfach wirklich mal Göttinnen zu machen. Und wer weiß, welche nächste Episode es ist. Ich habe gerade bereite ich die Frau Holle schon vor, aber man könnte auch andere Göttinnen in Erwägung ziehen. Ich würde gerne mal mit der nordischen und der keltischen Mythologie beginnen, weil ich da einfach dem Vertrauter bin. Aber ich schließe nicht aus, dass wir da eine kleine Reise zu Göttinnen aus aller Welt machen können. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Morgen Abend geht es hier in der Geheimnisakademie aber auch schon wieder weiter. Es wird morgen Abend keinen 19 Uhr Talk geben mit der Christine. Ich glaube, das weiß sie noch gar nicht, aber ich werde nicht pünktlich hier sein können. Und die Leselaube wird vermutlich auch erst um 20.30 Uhr beginnen, weil ich in München sein werde und dann abends erst wieder zurückkomme und das wahrscheinlich sonst zeitlich nicht schaffe. Aber am Wochenende bin ich natürlich wieder da
Und da gibt es dann wie gewohnt unseren Runen-Samstagabend, unseren ausführlichen. Und es gibt natürlich wiederum für die Sternlicht-Community eine Reise durch den Zauberwald. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend und ja, auch, dass ihr das Ganze mal so verdaut. Schaut es natürlich nochmal an, wenn ihr das ein oder andere Detail habt. Stellt mir Fragen in den Kommentaren und ich werde mir Mühe geben, sie zu beantworten. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen und wir hören uns sowieso und ganz bald.